Lied, Coral. Als ich noch ein kleiner Landfellfreund war, haben sie mir das oft vorgesungen. Entschuldigung, ein Meerfellfreund-Notfall. Wir sehen uns. Ich komm mit und helf dir. Das ist nicht dein Schloss. Alle Meerfellfreunde sind in Wufflantis zu Hause. Ach ja? Ich habe eine Fernsteuerung. Wir müssen irgendwie an die Fernsteuerung kommen. Moby, du hast ein blubberndes Problem. Ruff. Blubberblasenwerfer! Es wird Zeit, diese lästigen Aquahunde von meiner Insel zu vertreiben. Und mit diesem super schlauen Trick schicke ich sie über Bord. Wow! Ryder, sie verschwinden! Wir müssen Moby aufhalten, bevor jemand verletzt wird. Robohund, wir brauchen den Wahlpatroller. Sky, kannst du irgendwas sehen? Moby und Mr. Tinty sind auf dem schwimmenden Schloss. Ich glaube, sie haben Probleme und das Schloss steuert direkt auf. Die Abenteuerbucht zu! Das ist so, als würden wir das größte Schwimmtier aller Zeiten schieben. Dranbleiben, Aquahunde! Oh, wir wollen hier runter. Helft uns. Gute Idee, Moby. Ich brauche Hilfe, um an Bord zu kommen, Cousinchen. Mach dich bereit für den Flug. Wow, ich weiß, es gibt fliegende Fische. Aber dass ich selbst mal zu einem werde. Zeit für Blubberblasen. Toll, Coral! Dank deiner klebrigen Blasen dreht sich die Schraube nicht mehr. Ja. Oh, oh. Aber das Schloss treibt immer noch auf den Strand zu. Oh. Ryder, wir können es nicht mehr rechtzeitig aufhalten. Und wir versuchen es schon mit voller Pfotenkraft. Wir brauchen was, das viel größer ist. Aus dem Weg, Freunde! Los, komm, Tinty, dann wollen wir mal. Wir sollten besser an Land gehen, bevor... Jetzt bin ich wieder ein Meerfellfreund geworden. Das ist gemein. Immerhin kann ich noch sprechen. Aquahunde, das war tolle Arbeit. Ihr habt das Schloss von Wufflantis genau an die richtige Stelle gebracht. Jetzt muss es nur noch zurück auf den Meeresgrund. Rocky, bereit, das schöne Schloss von Wufflantis zu versenken? Es geht abwärts. Das war doch ein richtiges Abenteuer, oder, Cousinchen? Ja, das war's, Cousinchen. Im Namen aller Meerfellfreunde. Das bedeutet ein Dankeschön an Ryder und die Aquahunde für die Rettung von Wufflantis. Hallo alle zusammen, ich bin Rex. Hallo, Rex. Schön, dich kennenzulernen. Willkommen in der Abenteuerbucht. Echt heißer Flitzerkumpel. Danke. Damit sause ich herum. Du bist sicher Chase. Und ihr seid Marshall und Sky und Zuma und Rubble und Rocky. Eigentlich bin ich Rocky. Und ich bin Rubble. Und ich bin wohl ein bisschen durcheinander. Ryder, du hattest recht. Sie sind die nettesten Hunde, die ich je getroffen habe. Eigentlich sind sie die einzigen Hunde, die ich je getroffen habe. Du bist noch nie einem anderen Hund begegnet? Nein, da wo ich herkomme, bin ich der einzige Hund. Woher kommst du? Das ist der zweite Teil meiner Überraschung. Willkommen
Dino-Wildnis. Das sind Triceratops und das sind Velociraptoren. Die sind so toll. Oh, das sind Pterodaktylen. Sie sehen aus wie Vögel. Habt ihr gewusst, dass es Flugsaurier gibt? Nein, aber jetzt schon. Du weißt eine Menge über Dinos. Danke. Kommt mit, ich zeig euch noch was. Ja, drei verschiedene Eier. Wenn die kleinen Dinos schlüpfen, dann habe ich den besten Dino-Park rund um die Nachbarstadt. Wo geht's zum Tunnel, der nach Hause führt? Was war das? Hey, erst schlüpfen, wenn wir in der Nachbarstadt sind. Also schön, ihr kleinen Schlingel, ab in den Anhänger. Wenigstens einer, der mir nicht entwischen kann. Stehen geblieben, Herr Bürgermeister. Sie sind also der Dino-Eier-Dieb. Bin ich nicht. Und was haben Sie dann da? Oh, ein super süßes, stacheliges Baby. Seht mal die super süßen Dino-Babys. Oh. Die sind total putzig. Oh ja, sie sind süß und dich werde ich in die Nachbarstadt mitnehmen. Wir müssen die kleinen Kerlchen ihren Mamis zurückbringen. Moment, wo ist der Baby-Brachiosaurus? Oh, da! Nachbarstadt-Dino-Park, ich komme! Also wenn ihr mich fragt, kommt da ein großer Riesendino. Brachiosaurus-Mama, sie vermisst ihr Baby, sie will es zurück. Baby, komm zurück! Hilfe! Oh, zwei Baby-Dinos sind besser als keins. Heute muss mein Glückstag sein. Und schon ist er vorbei. Ich glaube, das hier ist dein Baby. Ich hab drauf aufgepasst. Oh, na endlich der Tunnel. Da ist es wieder, das alte Besserwisserglück. Sie sind so weit weg. Wie sollen wir das rechtzeitig schaffen? Jetzt passt mal auf. Dino-Kralle! Paw Patrol, unser Gehege ist wieder wie neu. Und ihr habt die Dino-Mamas und Babys wieder zusammengebracht. Wenn wieder mal ein Dino unsere Hilfe braucht, ein Anruf reicht. Das heißt in Brachiosaurus-Sprache, danke, Paw Patrol. Los, Liberté, was für ein Tag! Oh, das ist gar nicht gut. Schnell, mach die Musik aus. Der Mann braucht Hilfe. Macht euch keine Sorgen. Kein François im Ballon zu schnell, keine Pfote zu klein. Sky und Liberty, ihr fangt an. Sucht nach François. Wir Mädels machen das schon. Wuhu. Okay, legen wir los, Liberty. François! Hallo! Sind Sie hier irgendwo? Sky! Siehst du den Ballon? Nein, bis jetzt nicht. Ha! Wo ist er runtergekommen? Eins, zwei, drei und springen! Oh. Oh. Ah.
sehr, sehr tiefes Loch. Aber vielleicht schaffe ich es rauszuklettern. Oh, oder auch nicht. Wenigstens habe ich mein Corn du Pop. Schon eine Spur von François? Nein, wir haben weder ihn noch den Ballon gefunden. Ja, er könnte sonst wohin geflogen sein. Das Gebiet ist riesengroß. Also der Mond erinnert mich an die Disco-Kugel. Sie ist an François' Ballon hängen geblieben. Ja, und das Ding glänzt. Und wenn wir die Kugel finden, finden wir auch François. Gute Idee, Liberty. Sky, vielleicht entdeckst du durch deine Fernsichtbrille, ob die Disco-Kugel irgendwo das Mondlicht reflektiert. Ich versuch's. Brille. Komm schon, Disco-Kugel. Ryder, ich hab die Disco-Kugel gefunden. Hm, aber keine Spur von François. Ich mach mich sofort auf den Weg. Hm, die Felswand ist wirklich steil. Sky, lass deinen Rettungsgurt für Liberty runter. Wird gemacht. Flugmission! Danke, Sky! François, sind Sie da? Wow, der Wind bläst heftig! Hilfe! Helft mir! Sky, hast du das gehört? Ja, aber wo steckt François? Ist er unter dem Ballon? Lass mich ein Stück runter, dann ziehe ich ihn weg. Bist du das? Liberté! Du warst zur Spitze beim Bell-Bell-Boogie! Wenn du erlaubst, dann mache ich ein Selfie von uns beiden. Danke! Aber Selfies werden erst gemacht, wenn wir sie herausgeholt haben. Halt dich fest, Liberty! Ich lass dich runter! Liberté, spring in meine Arme! Ich trage dich hier raus! Geht in Ordnung! Halt, warte! Wir können Liberté doch nicht zurücklassen! Ich versuche wieder runterzugehen, aber der Wind wird immer stärker! Liberté! Nur keine Sorge! Im Zweifelsfall boogie ich mich nach oben! Das ist einfach unglaublich! Liberté, du bist die Meisterin der coolen Moves! Ja! Très bien! Und nun ab nach Hause! Und hier, da baumeln wir am Hubschrauber. Und das bin ich auf Ihrem Motorroller. Hab ich dir schon erzählt, dass ich darauf sitzen durfte? Das hast du. Und zwar schon 7 Mal. Danke für die wunderbaren Fotos, Liberté. War mir ein Vergnügen, François. Und für die Rettung. Echt kein Ding. Sitzen Sie wieder mal fest. Rufen Sie die Paw Patrol. Alle mal herhören. Der Bell-Bell-Boogie-Tanz-Wettbewerb geht weiter. Und hier sind unsere Finalistinnen Liberty und Sky. Nicht schlecht. Wow, das hat echt Spaß gemacht. Du rockst. Sky. Danke, Liberty. Du übrigens auch. Unsere Gewinnerin steht fest. Der Pokal geht an Liberty und Sky. 2 ausgezeichnete Tänzerinnen, die heute auch zu Retterinnen wurden. Ja! Yeah!